Dem Konjunkturpaket 2 sei Dank. Dadurch sollen auch die Größe- und Gewächshäuser einen Teil dieses Paketes erhalten und die dringende Sanierung angegangen werden. Jetzt sind Ideen gefragt, in welchem Umfang Sanierung und Umgestaltung erfolgen sollen. Denn eigentlich ist es 5 vor 12. Wir hatten in der März-Sendung auf eine Reihe erheblicher Baumängel in den Gewächshäusern hingewiesen. Für den langfristigen Erhalt der Gewächshäuser, einem anerkannten Kulturerbe und Wahrzeichen Magdeburgs, besteht baulich wie inhaltlich dringender Handlungsbedarf. Der Stadtrat wird übrigens am 30. April über die Zukunft der Gewächshäuser entscheiden. Mehr davon in unserer Sendung aufgespießt. Der Zoologische Garten Magdeburg hat im Vorfeld zum Erhalt und zur nachhaltigen Weiterentwicklung der Gosern-Gewächshäuser ein Konzept erarbeitet, das er zusammen mit dem Förderverein der Gosern-Gewächshäuser kürzlich zum ersten Mal öffentlich vorstellte. Das Hauptproblem ist wie immer das fehlende Geld, um alles zu verwirklichen. Da hilft auch das Konjunkturpaket nur bedingt weiter. Erstens sind auch hier die zur Verfügung stehenden Mittel nicht unbegrenzt und zweitens muss die Stadt ja ihren Anteil beisteuern. Drei Konzepte werden dem Stadtrat vorliegen. Das weitestgehende, aber auch teuerste, ist eine neue Gruson-Erlebniswelt mit zoologisch-botanischem Artenschutzzentrum. Dieses Konzept, das von Projektentwickler Ulrich Hermanns vorgestellt wurde, wird vom Zoo favorisiert. Und es ist das Konzept, für das auf weitere Fördermittel eingeworben werden könnten, weil so eine Erlebniswelt natürlich eine völlig neue Qualität in den Gewächshäusern darstellen würde. Aber die Umsetzung, zum Beispiel mit Themenrundgängen, Tierbesatz, Tagungsmöglichkeit, Bildungsangebot, Forschungsmöglichkeiten, Shop, Café und vielen mehr, würde rund 11,9 Millionen Euro kosten. Die Stadt kann oder will aber nur gut 5 Millionen für eine Grundsanierung ausgeben und so war einigen Zuhörern der Präsentation die Skepsis auch schon an den Augen anzusehen. Es steht also zu befürchten, dass das schöne Konzept einer Erlebniswelt ein Wunschtraum bleibt, zumal es eine Erhöhung der Betriebs- und Personalkosten nach sich ziehen dürfte. Denkbar wäre auch ein Kompromiss, Grundsanierung über das Konjunkturpaket, Planungsbeginn dieses Jahr, Sanierungsbeginn 2010. In einem zweiten Schritt ab 2011 könnten die Gewächshäuser in drei Abschnitten weiterentwickelt werden. Diese Idee stammt vom Architekturbüro Steller und das würde etwa weitere knapp 2 Millionen Euro kosten. Welches der Konzepte letztendlich umgesetzt wird, liegt jetzt in der Hand der Stadträte. Es wird interessant sein zu sehen, wofür sich die Räte angesichts der nahenden Kommunalwahl letztlich entscheiden werden.